Ja, guten Morgen, Freunde. Seid gegrüßt. Peter von der Live in the Camper hier. Hi. Ja, was haben wir jetzt? 5.30 Uhr. Ich bin aus dem Bett gefallen, Leute. Muss mich vielleicht mal rasieren, aber eigentlich Lust habe ich dazu nicht. Ja, Umbau. Ich habe wieder ganze Nacht gegrübelt. Und zwar, wie mache ich das mit den Abwassertanks? Habt ihr ja mitbekommen. Ne, weil ich habe da ja kein tiefgezogenes Heck oder ein runter abgesetztes Heck, eine Heckabsenkung, so jetzt habe ich das früher morgen, sondern ich muss das irgendwie schaffen, ja, Abwasser, ne? Dusche ist das Problem. So, vielleicht habt ihr ja eine Lösung, wie man das machen kann, weil ich möchte gerne, dass die Abwassertanks innen liegen bleiben. Und das Fahrzeug ist aber diesmal nicht so hoch, dass ich da einen komplett hohen doppelten Boden reinziehen kann. Weil ich habe nur 2,10 Meter in der Höhe. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Habe ich hier wieder die Nacht drüber gegrübelt? Muss man mal gucken. Ne? Oder doch Abwassertank innen unten liegend. Zwischenrahmen. Ich weiß es nicht, Leute. Weiß es noch nicht. Muss ich noch mal ein bisschen googeln. Das hat mich heute mal so ein bisschen beschäftigt, die Nacht. Kaffee. Naja. Als erstes werde ich, was mache ich als erstes? Naja, wir sehen uns. Brauchen muss erstmal nochmal ein bisschen nachdenken. Hier, ich wünsche euch was. Tja, liebe Freunde, Feierabend. Ne? Ihr hört's, ich bin noch in Gießen. Ich musste heute ziemlich lange arbeiten. Deswegen werde ich dieses Wochenende auch nicht wegfahren. Ne, und es sind noch so ein paar wichtige Sachen, die ich noch erledigen muss, dienstlich und privat und sowas alles. Und, naja, Fahrzeug ist immer noch nicht geschweißt, und aber was soll's. Ne, muss ich mit leben? Guck mal. Da steht schon alles. Wir haben ja heute Freitag, gleich um 19.30 Uhr Livestream. Das habe ich euch ja versprochen. Ich backe mal einen Butterkuchen live. Ich will das mal testen. Habe ich selber noch nie gemacht. Habe ich auch so ein bisschen gelesen und sowas. Musste ich mir erstmal Zucker für kaufen. Nämlich sonst habe ich gar keinen Zucker hier, Leute. Das ist so. Ne? Aber Zutaten ziemlich einfach. Müsste eigentlich super werden halt. Ne? Und ich mache das Ganze in Omnia. Die muss ich mir gleich noch da rauskramen. Ja, schön bei einer Tasse Kaffee und dann freue ich mich auf die Community und sowas alles, ne? Ja, was mache ich dieses Wochenende noch? Na, ich will den Film ja am Sonntag einstellen. Ich muss unbedingt Wasser desinfizieren. Das mache ich morgen. Ich gehe morgen rüber zum Berger und hole mir Desinfektionsmittel. Ich merke das wieder mal so ein bisschen. Es wird dann wieder so ein bisschen schmierig, meine ich. Also will ich auch nicht zu lange zögern, werde ich das morgen direkt postwendend desinfizieren. Ne, also vorher nochmal duschen. Also 24 Stunden über Nacht stehen lassen will ich das dann wieder und dann ein paar Mal durchspülen und sowas alles. Ne. Naja, kennt ihr ja schon, einmal im Jahr muss es sein und ich habe doch so ein bisschen Angst bei der Hitze, wie das so ist. Ja, was mache ich noch? Und gleichzeitig werde ich dann ein bisschen Kochvideos machen. Ganz wichtig, Kochvideos deshalb, weil ich nächste Woche Freitag nicht kann. Übernächste Woche Freitag auch nicht. Ja, aber das werde ich nochmal separat ankündigen. Das ist ganz einfach, weil ich arbeiten muss. Ja, was heißt muss? Ich will arbeiten. Wir haben eine Veranstaltung, 2 Stück.
Und da freue ich mich auch drauf. Und naja, vielleicht sehen wir uns dann nochmal von der Veranstaltung und sowas alles. Müssen wir mal gucken. Ja, dann will ich noch ganz viel Shorts machen. Und dann habe ich ja noch den Panorama-Camper-Kanal. Da bin ich am Überlegen, ob ich den nicht mit dem Mabu und Tour zusammenlege oder den Mabu und Tour umbenenne, weil der schon so unheimlich viele Stunden hat. Eigentlich bin ich blöd gewesen, dass ich den Kanal separat eröffnet habe. Ich hätte den Mabu und Tour umbenennen müssen. Ja, auf alle Fälle habe ich da noch zwei Filme, die ich da noch reinstellen muss und tausende von Shorts-Videos, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ja, jetzt brauche ich gleich erst noch mal eine Tasse Kaffee. Flasche Wasser muss ich mir noch hierher holen. Eingekauft habe ich fürs ganze Wochenende, aber hier bin ich ja dicht bei. Das ist gar kein Problem, da was zu machen. Ne? Naja, wir schauen mal. Ne? Ich freue mich gleich auf den Livestream. Das nehme ich übrigens auch auf gleichzeitig. Also gleichzeitig hier, die Kamera läuft mit, solange die GoPro mitmacht. Und da bin ich am Überlegen, ob ich mir irgendwie vielleicht nochmal eine andere Kamera hole. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ach Leute, ich habe so viele Wünsche, ihr glaubt das nicht. Ne? Naja, und dann warte ich noch auf die Nachricht, ob ich ein Fahrzeug kriege, ja oder nein. Jetzt habe ich schon mal gehört, dass ich da einen kleineren Koffer bekomme, eventuell. Oh, 18:30. Ne? Jetzt muss ich gleich mal vorbereiten schon mal, dass ich eventuell einen kleineren Koffer kriege, sprich einen 5 Meter Koffer und nicht so breit, 2,35 Meter. Ist mir persönlich egal, dann kann ich hier, mache ich die Sitzgruppe hier ein bisschen kleiner, muss dann irgendwo einen Meter einsparen. Na, das kriege ich aber auch hin, irgendwie. Kriege ich schon irgendwie hin, dann hat halt die Heckgarage halt kein Längsbett, sondern ein Querbett, dann geht das auch. Ja, und schon habe ich einen Meter eingespart, müsste eigentlich klappen. Muss ich mir mal aufzeichnen, wie das funktioniert. Wir werden sehen. Ja, ne? Ja, so ist das. Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Hier, wir sehen uns gleich. So, jetzt ist schon 7. Jetzt will ich das mal so ein bisschen vorbereiten, schon mal aufbauen. Ich muss jetzt erstmal hier wegstellen. Wartet mal, wie mache ich das denn jetzt? Könnt ihr mir mal zugucken bei. Prost. So, dann schauen wir mal. Ach, guck mal, hier habe ich das alles liegen. Das ist der Gimbal. Den brauche ich. So, guck mal, so sieht das aus. Zack. Dann ja, Mikrofone. Die müssen sein. Leute, ich bin kaputt, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich freue mich darauf. Das weg. Guckt. Der kleine Router darf nicht fehlen, ist echt gut. Leute, habt ihr auch im Moment so das Gefühl, dass das Internet immer langsamer wird? So, wir haben das Problem auf der Arbeit, hier haben wir das teilweise und das ist schon nicht mehr schön. Ja, Leute, Fragen über Fragen, ich sag euch das. Ja. Wenn ich das alles wüsste, wie das weitergehen soll mit dem Wohnmobil und sowas alles. Ich traue mich auch im Moment nicht so ganz so zu fahren, wie ich will. Und ach Leute, Stress, viel Arbeit, Wohnmobil muss auch bezahlt werden und sowas alles. Die Hitze, die macht mich zu schaffen. Wir haben jetzt hier, guck mal, 27 Grad, das ist schon äußerst, äußerst heftig, Leute. Ich sag euch das. Wisst ihr das? Ja, muss ich hier nochmal was gucken. Ich will das Handy komplett leise stellen.
Viele werden sowieso nicht kommen. Ist, glaube ich, wieder Fußball. Ich weiß es nicht. Was wollte ich hier? Internet. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen kaputt. Ne? Morgen kommt der Bart ab. Haare kommen runter. Weiß ich jetzt schon. Gehe ich morgen früh hin. Lasse einmal radikal kurz schneiden. Tja, guten Morgen, Freunde. Peter von der Live in the Camper hier. Ja, der Tag nach dem Livestream mit dem Backen. Ne, war ja wirklich ein toller Livestream, fand ich das gestern. Jetzt seht ihr mich noch, morgens noch, ne? Seht ihr, noch sind die Haare da, der Bart ist noch da, aber das verschwindet gleich. Ja, jetzt trinke ich erstmal eine Tasse Kaffee und tue erstmal ein Stück Kuchen, habe ich euch versprochen, ein Stück Kuchen dabei essen von dem Butterkuchen. Und den holen wir da jetzt mal raus zusammen. Ich stelle das mal, Kaffee mal ganz kurz an der Seite. Wartet. So, mal gucken. Ja, Leute, der ist doch perfekt, oder? Guckt euch das an. Einen perfekten Butterkuchen. Den schneide ich jetzt mal an, aber erstmal muss ich meine Hände waschen. Ja, dann wollen wir den mal einmal anschneiden. Ach, Leute. Tja, probieren wir mal, ne? Normal müsste ich das ja in der Hand nehmen. Tja, Leute. Tja, Leute, was soll ich sagen? Das wird ein süßes Wochenende. Aber ultra lecker, Leute. Ultra lecker. Ja. Ja, das schneide ich jetzt gleich schon mal ein kleines Schwarz von. Ja, dann seht ihr das. Einmal den perfekten Butterkuchen. Aus dem Omnia. Leute, wenn der nichts geworden ist, dann... Okay. Leute, ich sag euch das. Genial. Einfach nachmachen. Ich mache jetzt das Short. Habe ich ja gerade noch mit dem Handy aufgenommen und stelle das direkt rein und mit den Verlinkungen zu dem Livestream. Da sieht man das ja. Affen geil. Super, super lecker. Hier, wir sehen uns nachher. Tja, Freunde, seid gegrüßt. Peter von der Live in the Camper hier. Tja, ihr seht, Haare sind runter, Bart ist ab.
fühle mich gleich auch ja, wesentlich besser. Leute, haben wir heute ein beschissenes Wetter gehabt. Mann, Mann, Mann. Ne? Habt ihr ja gesehen, wie ich heute Morgen aussah. Und jetzt ist es schon wieder komplett anders. Fühle mich auch deutlich besser mit den kürzeren Haaren. Liegen jetzt nicht mehr so. Das kommt davon, weil ich vorhin noch ein Stündchen geschlafen habe, so ein bisschen. Ne? Und ich habe jetzt gerade ja, die Filme eigentlich geschnitten, weil was ich an Filmmaterial ja, gesammelt habe, das sind schon wieder zwei Filme. Also werde ich, heute ist ja der Samstag, werde ich heute nochmal einen hochladen, direkt jetzt gleich. Ne? Nur mal so, um so ein bisschen längere ja, Watchtime zu bekommen und sowas. Ja, ne? Und so ist das, liebe Leute. Ne, jetzt geht ganz einfach. Ja, Wochenende, morgen ist Sonntag, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich freue mich morgen Abend auf alle Fälle auf den Livestream. Morgen Abend 19 Uhr, tue ich hier nochmal hinpacken, 19 Uhr Livestream. Und freue ich mich schon drauf. Und da will ich einfach mal mit euch quatschen, nur mal quatschen, Ideen austauschen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie lange es geht, ich habe eigentlich vor, den ziemlich lange zu machen. Vielleicht zusammen Fußball gucken, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir werden sehen. Ich mache den auch übers Handy und vielleicht gehen wir auch mal spazieren. Ich weiß das alles noch nicht. Naja, viele werden wahrscheinlich nicht kommen, weil ja Deutschland spielt morgen, ne? Und sowas alles, aber egal. Ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann würde ich mir wünschen, dass ihr meinen Kanal abonniert. Gebt mir einen Daumen hoch und vor allen Dingen lasst Kommentare da. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir eine Spende für die Diesel- oder für die Wohnmobil-Ausbaukasse dalassen. Sag, Leute, hier, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Euer Peter von Alif in the Camper. Tschüss.